Moin, Freunde. Ich würde heute gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele interessante Interviews geführt und Menschen haben mir von den seltsamsten Ereignissen berichtet. Vieles davon so dermaßen skurril, dass es einem sehr schwer fällt, an der Geschichte irgendetwas zu finden, das man für glaubwürdig erachtet. Lange Zeit habe ich mir das, ohne es zu bewerten, immer wieder angehört und vieles habe ich zugegeben als Unsinn oder Einbildung abgetan. Das war für mich eben der einfachste Weg, mit dem Ganzen umzugehen. Im Laufe der Zeit aber hat vieles angefangen, Sinn zu ergeben. Das heißt nicht, dass ich manche der Geschichten jetzt vollumfänglich glaube. Aber es ist mittlerweile so viel passiert, das mir zu denken gegeben hat. Zum Beispiel die Äußerungen von David Grush. Die komplette Story in allen Facetten rund um Bob Lazar und viele andere skurrile Fälle, die nicht in den Mainstream-Medien angekommen sind. Leider. Langsam aber sicher zieht es immer mehr Interessierte zu der Idee hin, dass es sich bei all diesen Phänomenen um etwas handelt, das sich nicht einfach damit erklären lässt, dass Wesen von einem fremden Planeten und im Zweifel aus einer weit entfernten Galaxie mit einem technologisch weit fortgeschrittenen Flugobjekt zu uns fliegen, um die Erde und ihre Bewohner zu erkunden. Wobei man die Möglichkeit, dass dies auch eine Option ist, natürlich nicht ausschließen kann. Ich denke mittlerweile nur, dass diese Besucher nur einen ganz kleinen Teil dieser Berichte ausmachen. Beim Großteil dieser zum Teil sehr bizarren Erzählungen sehe ich den Ursprung oder die Quelle hier auf der Erde. Vielleicht auch in einem gewissen Radius um die Erde, wer weiß. Es ist sowieso alles sehr schwer zu greifen und zu verstehen. Bei einem großen Teil dieser Beschreibungen der fremdartigen Wesen handelt es sich doch um sehr exotische Darsteller. Vom Mantidenwesen bis hin zum Reptiloid, über Krabbenartige bis hin zu den humanoiden Blonden ist alles dabei. Auch koboldartige Wesen wurden beschrieben oder eine Mischung aus Echse, Grey und Mensch, wie zum Beispiel beim UFO-Vorfall in Varginha in Brasilien. Vor kurzem haben wir hier über die Verzerrungstheorie geredet. Und die Reaktionen darauf waren bunt gemischt. Einige lehnen sie ab. Andere, so auch ich, sehen darin ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zum Gesamtbild. Die Theorie besagt im Groben, dass diese Phänomene den Beobachter aktiv beeinflussen und ihm im Zweifel ein Bild vorsetzen, das nicht dem entspricht, was sich da gerade in Wirklichkeit vor ihm abspielt. Der Begriff Wirklichkeit ist hier vielleicht etwas unpassend gewählt, zugegeben. Denn ist das, was manche Menschen beobachten dürfen oder müssen, die Wirklichkeit? Sind einige dieser Phänomene so echt, dass wir sie anfassen können, oder spielt sich vieles vielleicht nur in unserem Kopf ab? Zu einfach gedacht, glaube ich. Ich denke, dass der Auslöser der Phänomene es einem erlaubt, für einen klitzekleinen Moment eine Welt zu betreten, die so dermaßen fremdartig ist, dass ein Mensch wie du und ich das gar nicht erfassen können. Wir betreten eventuell eine Realitätsebene, auf der diese Wesen umherlaufen und leben, genau wie wir das hier tun. Sie haben vielleicht ihre Existenz einen anderen Sinn gegeben als wir, die wir hier mit unseren Smartphones vor dem Gesicht gegen Laternenmäste laufen, aber dass es diese verschiedenen Schichten oder Ebenen der Realität gibt, davon bin ich mittlerweile überzeugt. Ich stelle mir das vor wie die Seiten in einem Buch. Man blättert sie durch und liest eine spannende Geschichte. Aber zwischen zwei Blättern liegen weitere, für uns nicht greifbare, nicht sichtbare Blätter, auf denen viele weitere Geschichten stehen,
Nur wissen wir nicht, was es braucht, sie zu finden, zu berühren oder zu lesen. Aber die Verfasser dieser speziellen Blätter wissen offenbar sehr wohl, wie sie uns erreichen können. Das sagen uns zahllose Berichte von UFO-Zeugen, UFO-Entführungsopfern, von Menschen, die sich mit absurden, paranormalen Geschehnissen herumschlagen müssen. Das Phänomen oder der Auslöser der Phänomene möchte mit uns in Kontakt treten. Aber will er uns auch etwas damit sagen oder tut es einfach nur, weil er es kann? Oftmals sind telepathische Botschaften im Spiel. Diese sind häufig recht ähnlich. Es geht um den Schutz und den Erhalt der Erde und der Umwelt. Wir sollen die Natur schonen, sie nicht verschmutzen. Atomanlagen werden thematisiert, Kriege und das sich zum Negativen verändernde Klima. Sind das wirklich Botschaften, die uns Außerirdische jeglicher Couleur mit auf den Weg geben, nachdem sie vom Planet X angereist sind und sich offenbar nach dem Zufallsprinzip irgendeine oder mehrere Personen ausgesucht haben, um sich diesen zu offenbaren? Macht das Ganze Sinn? Vielleicht würde es, zumindest für mich, Sinn machen, wenn es immer die gleiche Spezies wäre, die uns versucht, diese Message einzutrichtern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass zig verschiedene Alien-Spezies uns mit der gleichen Botschaft bekehren möchten, halte ich für nicht sehr hoch. Der Buchautor Mike Cleland schreibt über die Verbindung zwischen UFOs und Eulen. Ein sehr interessantes Thema für den, der sich tiefer mit der Materie befassen möchte. Eulen und UFOs. Wer hätte gedacht, dass zwischen zwei so dermaßen unterschiedlichen Dingen eine Verbindung bestehen könnte? Aber dennoch ist sie offenbar vorhanden. Etliche Berichte erzählen davon, dass Menschen Eulen sehen, die sich merkwürdig verhalten, und kurz darauf gibt es eine UFO-Sichtung, eine Nahbegegnung oder es kommt zum Missing-Time-Phänomen. Warum Eulen? Warum muss es etwas sein, das uns so vertraut ist und so irdisch ist? Mit was zur Hölle haben wir es hier zu tun? Ist es am Ende der Planet selbst? Die lebendige, atmende Erde, die ein Bewusstsein hat und vielleicht sogar noch mit viel mehr Fähigkeiten ausgestattet ist, als wir ihr zutrauen? Unzählige Urvölker würden dieser Idee jetzt zustimmen. Wir allerdings sind, was das angeht, irgendwann ein bisschen vom Weg abgekommen. Haben wir es hier etwa nicht mit Aliens oder multidimensionalen Wesen zu tun, sondern tatsächlich mit dem Bewusstsein und / oder den übernatürlichen Fähigkeiten unseres Planeten, dem wir seit langer Zeit schon ziemlich schlimm zusetzen? Kriege, Umweltverschmutzung, das Abholzen der lebenswichtigen Regenwälder und am Ende der Mensch selbst, der sich scheinbar unkontrolliert vermehrt und damit letztendlich irgendwann sein eigenes Schicksal und das des Planeten besiegelt. Die vielen Orte auf unserer Erde, an denen übernatürliche Phänomene vermehrt auftreten, stärken der Idee, dass der Planet selbst etwas damit zu tun haben könnte, den Rücken. Allerdings stellt sich noch die Frage, warum viele dieser Ereignisse oft so befremdlich auf uns wirken, scheinbar ohne Sinn. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir die Sprache, die diese Phänomene sprechen, nicht verstehen. Und vielleicht ist nicht der Auslöser, wer oder was immer das auch ist, in der Pflicht, diese Sprache für uns zu übersetzen. Vielmehr liegt es an uns, sie zu lernen und unser Verhalten dementsprechend anzupassen.